Achtung! Das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Was haben wir denn eigentlich dieses Mal für ein Projekt? Ach, sehr interessant. Weimarer Republik? Mensch, das hat man ja noch gar nicht. Demokratisch. Was ist das denn? Ach, sehr ekelhaft. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 von A bis Z. Nee, ist nicht A bis Z. Blödsinn. Ist Hearts of Iron 4. Aber heute spielen wir mit Deutschland. Ja, das Deutsche Reich. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank wieder Deutsches Reich. Endlich. Habe ich schon ewig drauf gewartet. Aber wir spielen nicht irgendein Deutsches Reich. Nein, heute werden wir etwas machen, was ich wirklich original so noch nie gemacht habe. Ist das erste Mal. Wir werden die Weimarer Republik wiederherstellen im Jahr 1936. Ja, kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich muss nur gerade gestehen, ich muss kurz meine Glubschaugen ausrichten, damit ich weiß, wo ich nochmal gucken muss. Ja genau, Hitler wegwerfen und dann hier. Move to restore the Weimar Government. Das ist das, was wir machen wollen. Und dann quasi hier Bundesrepublik so. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Bin sehr gespannt. Einziger Nachteil ist natürlich, wir müssen erstmal den Führer beseitigen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Bürgerkrieg. Ich weiß es aber auch nicht so wirklich. Und natürlich freue ich mich auch wieder unfassbar, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich übrigens schon in diesem Video gleich zwei große Punkte abarbeiten zu können. Zum einen spielen wir wieder Deutschland und zum anderen demokratisch, weil viele auch immer gesagt haben, spiel doch mal demokratisch, krabbel mit Deutschland. Genau das werden wir heute machen. Und um jetzt noch die Leute zu triggern, die sich immer aufregen, dass man nach Likes geiert, würde ich sagen, beweist mal den Leuten, wie geil wir alle sind und ballert diesem Video 5000 Likes an den Kopf. Wenn wir das in den ersten 7 Tagen schaffen, würde mich das unfassbar freuen. Der Führer ist tot und Himmler darf erstmal übernehmen. Das ist nicht Himmler. Der heißt zwar so, aber nein, das ist er nicht. Das ist er. Der Heinrich. Ah, doch, da ist der Bürgerkrieg. Ah, ich hatte schon gehofft. Hitler ist in einer Explosion ermordet worden. Das stimmt nicht. Ich habe ihn vergiftet mit seinem Lieblingstee. Mal wieder klassische Fake News. Übrigens, die Mod, die wir hier nutzen, ist mal wieder die Road to 56 Mod, weil manche fragen mich, dass die Leute, obwohl es ja auch häufig in der Videobeschreibung verlinkt ist und am Anfang des Spiels auch überhaupt nicht ersichtlich ist, dass es die Road to 56 Mod ist. Ah, und auch in Schweden gibt es einen Bürgerkrieg. So, und wir entscheiden uns natürlich hier für die German-Republik. Das Problem ist, dass die German-Republik leider immer den Bürgerkrieg verliert. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich das mal besser hinbekomme. Aber immer der Herr Rummelbommel ist noch auf unserer Seite. Ist nur ein bisschen am Arsch, hätte ich schon fast gesagt. Das ist hier ein bisschen aussichtslos hier in der Situation. Jetzt müssen wir es natürlich klug anstellen. Und das ist schwierig, weil ich bin nicht unbedingt der Hellste, wie ihr wisst. Wichtig ist halt, Kollege Himmler schnellstmöglich zu Fall zu bringen. Und ich habe auch absichtlich Himmler ausgewählt, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Kollege Göring immer den Krieg gewinnt. Vielleicht ist er ja nicht so ein guter Kriegsmarschall. Und ja, manch einer möge jetzt sagen, ich lege den Deutschen ja Steine in den Weg, aber ich spiele ja selber Deutschland, deswegen lege ich mir ja selber Steine in den Weg. Also irgendwie auch nicht. Da haben wir doch gleich Hammer erobert. Und das ist auch immer mit einer der wichtigsten Sachen in so einem Bürgerkrieg. Direkt am Anfang sich möglichst viel Gebiete snacken. Das ist wie auf der Party. Am Anfang möglichst viel essen und saufen. Am Ende ist nämlich nichts mehr da. So, Hauptstadt ist natürlich schon in Weimar. Und wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, können wir sogar die Bundesrepublik wieder auferstehen lassen. Ja, ja. Das ist übrigens nicht Weimar, möchte ich mal fürs Protokoll sagen. Also, da steht immer so, achso, wir stellen die Weimarer Regierung wieder her. Das heißt nicht, dass Weimar die Hauptstadt wird. Enttäuschend. Wir pushen jetzt mal nach Wilhelmshaven und dann werden die deutschen Truppen hier oben eingekesselt. Und eins könnt ihr mir glauben, so will keiner Emden. Ja, Verluste 8000 zu 45.000. Naja, haben wir aber noch immer die meisten Divisionen, genauso wie die anderen. Was soll denn das? Was haben denn die so viele Divisionen? So, jetzt haben wir auf alle Fälle nur noch eine Front mit den Kommunisten. Und die Kommunisten haben vor allem eins, nämlich noch nie den Bürgerkrieg gewonnen. Meine Freunde hier unten gehen leider in den Untergang. Kollege Rommel hat sein Bestes getan, aber am Ende haben hier dann doch die Rommelpanzer gefehlt. Und so gehen wir wieder auf den Rummel und gucken, dass wir es hier im Westen besser machen. Oh, die Kommunisten haben surrendered. Nicht gut, viel zu schnell, viel zu früh. Ha, Weimar gehört uns. Können wir die Hauptstadt gleich verlegen? Geht das? Hauptstadt verlegen? Nö, geht nicht. Wirtschaftlich sind wir auch schwächer. Mann, aber wir haben mehr Manpower in der Zwischenzeit im Feld. Scheinbar hat Kollege Himmler ein paar Leute in den Himmel geschmissen. Ja, die Europäische Einigkeit, die Europäische Einigung, irgend sowas. Das ist natürlich dann auch, denke ich mal, ein langfristiges Ziel hier in diesem Projekt. Digga, wir können einfach schon Nathan und Max bauen. Aber erstmal treiben wir die Offensive auf Berlin voran. In der Zwischenzeit sind wir dem Deutschen Reich doch deutlich überlegen. Und die Kämpfe um Berlin laufen auf Hochtouren. Unsere Truppen beschießen die Hauptstadt bis zum letzten Mann. Wer zur Hölle hat er eigentlich die Idee, Stuttgart unsere Hauptstadt zu machen? Ich glaube, ich muss ein paar Leute feuern. Ja, und damit existiert ganz offiziell wieder die Weimarer Republik.
nur halt mit deutschen Namen. Und wenn wir auch gleich die Bundesrepublik wieder einführen, dann ist natürlich nur die Frage, was machen sie an? Gründen wir Europa? Gründen wir irgendwas anderes? Führen wir irgendwelche Nationen in den Krieg? Wir werden mal gucken. Können wir jetzt wenigstens Weimar zu unserer Hauptstadt machen? Es gibt irgendwelche Mods, da geht das, aber hier leider nicht. Was ich sehr schade finde, ich hätte gerne Weimar zu unserer Hauptstadt gemacht. Aber so ist es mal wieder Berlin. So, und Danzig fragt nach unserer Unterstützung. Die möchten quasi den Commissioner der Stadt loswerden. Okay, kein Problem. Oh! Abonniert die Krabbe! Ihr könnt euch auch gerne uns anschließen. Irgendwie irgendwas mit Danzig oder Krieg, glaube ich. Ha, jetzt ist unsere Republik auf einmal wieder schwarz geworden. Wird mir gleich ganz schwarz vor Augen. So, wir erholen uns erst vom Faschismus oder wir setzen die Bundeswehr wieder ein. Nee, komm, Faschismus weg. Wir sind ja jetzt unter Adenauer, die deutsche Weimarer Republik. Und da kommt auch direkt die Schweiz an und möchte Händchen mit uns halten. Ein Handelsabkommen. Naja dann, immer rein hier in die gute Stude. Das Weimarer System gibt uns übrigens noch für 2 Jahre wöchentliche Stabilität und demokratischen Support. Auch sehr nice. So, unsere Medien, die dürfen natürlich sagen, was sie wollen. Wir sind eine Demokratie und deswegen gibt es hier freie Presse. Habe ich noch nie gemacht. Und natürlich auch offene Grenzen. Ne, als Demokratie darf jeder rein. Arbeit, Militär, alles Mögliche. Und natürlich auch Gleichberechtigung für alle, ne? Natürlich. Und dann natürlich noch Kapitalismus. Und dann schauen wir mal, wohin sich das Ganze entwickelt mit unserer Weimarer Republik. Was übrigens viele auch nicht wissen, die Weimarer Republik hatte tatsächlich auch schon im Geheimen eine starke militärische Aufbereitung begonnen. Also das war nicht so, dass die Nazis an die Macht gekommen sind und alles von null anfangen mussten. Nee, die Weimarer Republik war da relativ fleißig, was das anging. Übrigens, wenn ihr Bock habt, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wenn wir mit der originalen Weimarer Republik spielen sollen, 1920 rum. Gerne einen Kommentar hinterlassen und wenn wir da genug Kommentare und Likes zusammenkriegen, schaut mir das auch gerne mal an in Zukunft. Auch ungewohnt, der Iran beginnt bereits früh mit der Ausbreitung in den afghanischen Lebensraum. Aber gut, Faschisten, ne? Was willst du da auch anders erwarten? Wobei, der schaut genauso aus. Könnten Brüder sein, vielleicht einfach ein Bruderkrieg. Was haben alle faschistischen Herrscher gemeinsam? Genau, sie erklären den weiteren Krieg, während sie den anderen nicht mal gewinnen können. In dem Fall der Iran gegen den Irak. Und ich denke mal, Kollege, der schaut echt cool aus, wird den Iran wahrscheinlich gleich einmal durchmangeln. Aber jetzt mal Spaß beiseite, das ist ein richtig geiles Outfit. Gibt es noch zu kaufen? Naja, Österreich wird sich wahrscheinlich nicht friedlich anschließen. Die sind so braun wie mein Toilettenstuhlgang. Und ja, nur hier im Spiel, ne? Nicht, dass jetzt hier der eine oder andere gleich wieder Schnappatmung bekommt. Ich liebe unsere österreichischen Nachbarn, vor allem wenn sie dann in uns integriert sind. So, und nach dem Replacen der Reichsmark würde ich mal sagen, es ist Zeit, Stresemanns Vermächtnis wieder einzusetzen. Stresemann zur Zeit in der Weimarer Republik ja eine ganz große Figur. Die Kommunisten im Bürgerkrieg mit den Kommunisten. Hey, und der ist nicht viel besser als das da. Müssen ja gucken, gegen wen wir den Endkrieg führen werden. Ich glaube, heute hier wird tatsächlich Kollege Stalin mal weiter in die Kontrolle über sein Land behalten. So, wir werden natürlich nicht den Alliierten beitreten, sondern die kleinen Demokratien führen und die Europäische Allianz unter der Weimarer Deutschrepublik gründen. Ja, jetzt fordern wir zuerst mal die Kontrolle über Danzig. Manche Dinge ändern sich einfach nie. Nebenbei übrigens ganz fleißig auch am Panzer erforschen und so. Ich heute richtig stolz auf mich, Mann. Wir spielen so richtig hier auch mit gut, wobei ich habe hier noch nicht ganz meine Art Infanterie mit rein. Wichtig ist ja immer Organisation Minimum 40. Wir haben jetzt 37,9, das lasse ich erstmal kurz so. Aber davon abgesehen, die Polen, die kriegen auch ihren Bürgerkrieg nicht fertig seit 2-3 Jahren. Ja, und was soll ich sagen? Mal wieder hat Deutschland die Kontrolle über Danzig übernommen. Einfacher als wenn man faschistisch spielt. Und das ist genau der Witz der Sache, meine Freunde. Am Ende des Tages, wenn man demokratisch ist, bekommt man alles und es juckt keine Sau, denn man macht es im guten Namen der Demokratie. Also voll der Lifehack. Kann übrigens wieder aufhören, Züge zu bauen, habe ich schon genug jetzt. Wir können jetzt einfach Österreich und Italien bedrohen. I like it. Im Namen der Demokratie fordern wir die Integrierung Österreichs ins Deutsche Reich und Italien soll sich auch gleich mit unterwerfen. Alles für die Demokratie natürlich. Anarchisten, Alter, ich habe glaube ich seit 77 Jahren keinen anarchistischen Sieg mehr in Spanien gesehen. Das wird interessant. So, Unification Referendum. Gär dem Anschluss. Dem Anschluss, ja, ja. Gib mal dem Anschluss. Gib mal dem WLAN-Passwort, bitte. Schick mal sicherheitshalber meine Soldaten an die österreichische Grenze, um unsere Demokratie ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Es sind nur 870.000 Mann. Sollte sicherlich keinen beunruhigen.
Ein Handelsabkommen mit Mexiko klingt super. Oh, das ist ja very interesting. Ja, gut, so interesting ist es, glaube ich, gar nicht, oder? Mal gucken. Ah, ich liebe Demokratie. Och, wie schön. Ohne Witz, ich sag die ganze Zeit, ich liebe Demokratie. Österreich hat sich ganz freiwillig uns angeschlossen. Ich bin mir sicher, die 1 Million Mann an der Grenze haben keinerlei Auswirkungen drauf gehabt. Und damit stehen die Deutschen mal wieder geeint. Und das, ohne dass es irgendjemanden juckt. Es ist alles super, alles in happy. Kümmern wir uns doch gleich um Italien. Alles für die Demokratie. Was, Mexiko möchte die Europäische Allianz? Ja, klar, Mexiko, immer rein in die gute Stube. Die sind jetzt echt uns beigetreten. Das glaubt mir einfach keiner mehr. So, Freunde, aber jetzt muss ich erstmal was sagen. Ihr habt ja letztens gesagt, dass der hier fett sein soll. Der wiegt geschmeidige 5,8 Kilo. Das ist für eine Katze von seiner Art völlig normal. Der hat einfach nur ein fettes Fell. Aber heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn wir haben ein XXL-Paket. Das machen wir jetzt mal auf. Also, wir haben einmal diese ganzen Metallboxen. Ne, habe ich euch ja schon mal erzählt. Da könnt ihr die Eistees reinfüllen. Na, so schauen die aus. Könnt ihr quasi euer Zeug reinfüllen. Könnt ihr rein theoretisch die Energies reintun? Ja. Denk mal, langt jetzt erstmal für die nächsten Eistee-Sorten, ne. Dann haben wir noch wunderschöne Shaker, ne. Zum einen natürlich dieser brandneue Toucan. Dann diesen wunderschönen Butterfly. Das ist übrigens einer der geilsten überhaupt. Also total cool und so. Und dann haben wir natürlich auf Vorrat bestellt, ne, habe ich ja schon gesagt. Huch. Zweimal Toucan und dann habe ich wieder den Lifehack gemacht mit den Probierpacks vom Raspberry, weil es gibt den Raspberry aktuell nicht zu kaufen. Und ihr wisst ja, ne, Holy, die gesündere Alternative zu Energies und Eistees. In immer mehr Geschmacksrichtung vorhanden, gibt Probierpakete für die erste Bestellung, gibt es einen 5€ Rabattcode, alles in der Videobeschreibung. Und das Beste ist, immer wenn ihr was kauft und die Katzen da hinten Krach machen. Hinweis, das Beste ist, mit jedem Kauf könnt ihr die Krabbe auch noch unterstützen. Ihr lebt ein bisschen gesünder, das Zeug schmeckt saugeil und mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt weiter mit dem Video. Es gibt uns noch einen Kriegsziel gegen die Baguettes und wir würden die Benelux-Staaten unser Bündnis einladen. Wir haben jetzt gerade ein Kriegsziel gegen Italien bekommen, weil die Italiener sind keine Demokraten und wir möchten natürlich der Welt Demokratie bringen. Frieden und Liebe für jeden unter dem Deckmantel der Weimarer Republik. Leider Italien immer relativ hügelig. Könnte wehtun. Was ist das denn hier eigentlich? Oberschlesien für Gdynia. Was? Digga, seid ihr lost, Alter? Warum sollte ich denn den Oberschlesien geben? Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da gibt's ja nicht mal Ressourcen in der Bumsbude hier oben. Sind ja auch leider noch demokratisch. Macht's natürlich auch nicht besser. Aber da ist auch viel kommunistisch mit drin. Mal gucken. So, dann beginnen wir mit der Integrierung italienischer Gebiete. Ah, Mexiko unterstützt uns auch ganz wichtig. Ohne Mexiko hätte ich das wahrscheinlich nicht gewonnen. Ah ja, so habe ich es mir vorgestellt. Sehr gut. Ja, perfekt. Kommen wir überhaupt nicht durch. I like it. Wir haben Luftüberlegenheit. Na, wobei auch nicht so wirklich. Die Italiener haben auch einiges an Flatterflügern. Ne, Ungarn sind den Alliierten beigetreten. Ja, juckt mich ja erstmal relativ wenig. Weil ich es nicht allzu gut finde, dass sich ein neues Bündnis gegründet hat. Da weiß ja auch noch nicht ganz, was das hier wird, ne? Ja, Demokratie hat leider auch mal ein bisschen Schattenseiten, ne? Man verliert auch mal ein paar Leute dabei. Und Italien hat echt Truppen nachgepusht. Also, sie haben auch fast 750.000 Mann. Ist auch echt nicht ohne. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll gewesen wäre, Elefanten mitzubringen. Hat damals ja ganz gut funktioniert, habe ich gehört. Aber dann ist mir eingefallen, dass Deutschland kein natürlicher Lebensraum für Elefanten ist. Überlege, ob wir später noch ein oder zwei schwere Panzer mit reinschieben sollen. Aber erstmal bin ich mit der Division hier relativ zufrieden. Ist aber halt leider auch nur so, dass Panzer nicht unbedingt dafür gemacht sind, durch Gebirge zu fahren. Hab noch nie gehört, dass ein Panzer zum Beispiel den Mount Everest bestiegen hätte. Aha, also ich weiß auch auf alle Fälle, was hier eine große Gefahr werden könnte. Aber auf der anderen Seite, der Bürgerkrieg wird eh nochmal 20 Jahre dauern, von daher bleiben wir mal ganz entspannt. Wir greifen die Italiener an und die Italiener reagieren mit Force Attack. Vielleicht sollte man denen sagen, dass es nicht ganz so funktioniert, was die da treiben. Und jetzt, wo der Bonus ausgelaufen ist, greifen sie an. Hä? Excuse me, was erlauben Mussolini? Ja, komplett broken, dass wir 7 Forschungsdots haben. 7! Weißt du gar nicht, wohin mit der ganzen Forschung. Die Schlacht von Bolzano, meine Freunde, dauerte Ewigkeiten. Verluste 600 zu 16.000, ja. Und am Ende des Tages sind wir trotzdem nicht durchgekommen. Demokratie tut schon weh, ne? 230.000 Demokraten sind leider schon gefallen, aber bei den Italienern schon 270.000, deswegen alles gut. Um die Probleme mit der Manpower in den Griff zu bekommen, haben wir ganz demokratisch erlassen, dass auch in der Zwischenzeit wirklich jeder wieder kämpfen darf. Natürlich muss nicht jeder kämpfen,
Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert, deswegen haben bis jetzt auch alle zugestimmt. Könnte auch daran liegen, dass die Männer mit Knüppeln vor der Haustür Eindruck geschindet haben. Fragt euch bestimmt übrigens auch, warum ich wirklich nur zwei Armeen hier stehen habe und die anderen hier oben chillen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier unten ist die Versorgungssituation relativ bescheiden. Und wenn ich jetzt hier weitere Truppen hinschicke, würde das nur dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig das Essen wegessen und die Effizienz sinkt. Deswegen lassen wir das sein. Da unten gibt es noch einen Research-Slot. Da haben wir 8. Okay, krass. Also Weimarer Republik ist richtig sicker Shit. Ah, Korea ist im Krieg mit Japan und die Japaner mit der halben Welt in der Zwischenzeit. Denn die Alliierten haben das größte und stärkste Bündnis, was mir nicht so gefällt. Und diese Dummheit hat den Japanern gar nicht gepasst und haben daraufhin einfach den japanischen Bürgerkrieg ausgerufen. Die Niederlande, Belgien und Luxemburg sind der Europäischen Allianz beigetreten, was enorm wichtig ist. Ich weiß noch nicht für was, aber Italien geht mir halt hart auf den Sack. Ich komme nicht durch Italien durch. Verluste 450 zu 520.000. Tja, Italien, ne? Jetzt sieht es ein bisschen schlecht aus. Da brauchst du dir deinen Schlabberhut gar nicht so hinschieben. Wir beginnen übrigens mit der Planung einer Frankreich-Offensive, meine Freunde. Nachdem uns die Italiener ja über Jahre standgehalten haben, ist es an der Zeit, den Kommunismus in Frankreich ein für alle Mal auszulöschen. Aber glücklicherweise ein Kriegsziel bekommen. Schauen wir mal, was die Franzosen so haben. Ja, auch um die 100 Divisionen. Ist natürlich auch nicht so einfach. Aber wenn alles gut geht, wird das unser Schlüsselöffner nach Italien, weil wir dann quasi eine neue Front eröffnen können. Ja. Würde ich sagen. Let's go, boys! Wieder mit den französischen Baguettes! Oh nein, Andorra wurde gerufen. Jetzt werden wir verlieren. Ist halt echt scheiße, wenn man halt noch so viel Truppen in Afrika braucht, ne? Muss aber auch dazu sagen, dass Frankreich deutlich schwächer ist als Italien, zum Beispiel was die Truppenstärke angeht. Ja. Ich schwöre, Frankreich hat so schnell kapituliert, ich konnte gar nichts mehr machen. Konnte euch den Krieg nicht mal zeigen, weil die so schnell sich ergeben haben. Und damit schicken wir jetzt unsere drei weiteren Armeen Richtung Westen. Italien, Richtung Westitalien, um die Italiener zu vernichten. Ja, ja, pusht ruhig raus aus euren Hütten. Dann kann ich euch gleich hart zurückdrücken. Briten haben übrigens gefragt, ob sie ihre Truppen durch mein Gebiet bewegen können. Habe ich gesagt nein, wollte ich das gerade zeigen und sehe gerade, shit, da sind ja dänische Truppen in meinen Ländereien. Was erlauben Dänemark? Jo, ist ein Problem, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Hilfe, SOS, schnell ein paar Truppen anfordern. Haben die welche zum Schicken überhaupt? Ne, kein Bock scheinbar. Auch kein Bock. Auch kein Bock. Warum nicht? Schickt mir Truppen. Es geht halt der Vernichtungskrieg los. Jetzt heißt es halt alles oder nichts. Und dafür brauchen wir auch mehr Öl. Oh, die Amis sind übrigens echt Dings geworden hier. Böse. Oh, wie freundlich. Die Niederlande hat eine Division geschickt, um ihrem größten, stärksten Nachbarn zu helfen. Da kommen mir die Tränen. Aber immerhin, wir überrennen Italien. Es wird es wert sein. Wir werden unser halbes Land verlieren. Das ist alles kein Problem für uns. Denn am Ende des Tages... Was ist das hier eigentlich? Albanien. Albanien hat oben Gebiete. Aber egal, wir werden unser halbes Land verlieren, aber dafür werden wir Italien vernichten, also worth it. Digga. Ich schwör, was ist das, Alter? Dänemark macht uns kalt. Alter, jetzt habe ich ein fettes Problem. Die Tschechoslowakei, faschistisch, ist nämlich soeben der Europäischen Konföderation beigetreten und ohne Witz, ich kollabiere in 5 Sekunden, weil die mich gleich richtig hops nehmen werden, Alter. Was ist jetzt los? Was ist denn das jetzt auf einmal? Alter, die haben eine halbe Million. Oh Mann, was ist das? Alarm, Alarm. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin mir gerade nicht sicher, was wir jetzt hier machen. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Weimarer Republik wird von allen Seiten angegriffen. Es ist wichtiger denn je, dass wir gemeinsam kämpfen und gemeinsam sterben. Wir werden uns nicht ergeben und bis zum letzten Mann kämpfen. Glaubt tapfer, meine Genossinnen und Genossen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam werden wir auch diese Widrigkeiten überstehen und gemeinsam zum Sieg marschieren. Ja, okay, das war weird, aber ich habe einen Plan. Wir pushen die Dänen und die Tschechoslowaken zurück und dann die Italiener. Irgend sowas. Ich bin mir sicher, das funktioniert bestimmt ganz tolle. Bin mir auch ziemlich sicher, dass die Italiener das jetzt sofort ausnutzen werden. Da haben sie mich schön sauber hops genommen mit ihrem hässlichen europäischen Bündnis. Europäische Konföderation, ey, so ein Schwachsinn. Ah, Ungarn ist aber auch im Krieg mit denen. Oh, das ist das Einzige, was mir den Arsch rettet gerade, dass die Briten uns in dem Krieg unterstützen. Okay, die haben
doch jetzt relativ schnell kapituliert. Haben auch nur 13.000 Mann verloren gegen die Tschechoslowakei. Naja, soll mir recht sein. Ich hätte mir jetzt irgendwie gedacht, dass mir die Tschechoslowakei mehr Probleme bereitet. Aber der Vorteil war einfach, dass die Tschechoslowakei ihre Verteidigungsposition verlassen hat. Und dadurch war es quasi für uns fast problemlos möglich, natürlich dann eine Gegenoffensive zu starten. Normalerweise, wenn die hier eingeschanzt sind in ihren Bunkern und Hexenkesseln, dann kommst du da schwer durch. Aber in dem Fall sind sie rausgepusht, wir konnten sie einfach überrumpeln und gegen unsere Truppen hatten die dann doch nichts entgegenzusetzen. Aber wir mussten uns halt entscheiden, entweder wir halten Italien oder wir kriegen auf die Schnauze, weil ich glaube, die hätten uns vernichtet. Denn auch wenn es schwache Truppen waren, am Ende des Tages waren es 400.000 Mann, die problemlos durch Deutschland massiert wären. Und das wollte ich nicht. Das mögen wir nämlich nicht so. Digga, ich vergesse immer, dass hier eine Front ist, so ein Ding, so ein Übergang. Ich vergesse das immer. Aber Dänemark ist auch weg. Gut, damit können wir uns jetzt voll und ganz um Italien kümmern. Was ich auch interessant finde, weil Island ist jetzt den Alliierten beigetreten. Okay, egal, whatever, was soll's. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens wieder einmal von ganz tiefem Herzen bedanken, nämlich bei meinen allerliebsten Lieblings-Lieblings-Kanalmitgliedern. Vielen Dank für eure Unterstützung, habe euch alle ganz tolle lieb. Dankeschön, dass ihr mir helft, jeden Monat wieder die Rechnung zu bezahlen, die hineinflattern und auch immer die Motivation hochzuhalten, wenn YouTube wieder fleißig dabei ist, meine Videos in Deutschland oder für FSK 18 zu sperren. Möge eure Decke im Sommer immer schön kühl und flauschig sein. Aber wir widmen uns erstmal wieder der Italien-Offensive. Und somit versuchten wieder einmal deutsche Truppen Italien zu erobern. Was heißt versuchten wieder einmal? Wollte mich jetzt gerade verarschen? Dieses Mal schaffen wir es. Easy peasy, lemon squeezy. Eigentlich mit der SSSR, wo kommen die jetzt überhaupt auf einmal her? Ah. Okay. Alles klar. Polen ist dem Bürgerkrieg beigetreten. Das war's jetzt mit den Sowjets, würde ich mal behaupten. Ah, die Griechen haben Albanien den Krieg erklärt, okay. Und Kolumbien ist, warum ist denn jetzt Kolumbien, Digga, was? Was für Kolumbien, Alter? Hä? Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Ich verstehe schon wieder nur Bahnhof. Ja, 700.000 Deutsche sind gefallen, um Demokratie auf den europäischen Kontinent zu tragen. Und das machen wir mit sehr hohem Erfolg. So, und natürlich werden wir das Gebiet transferieren, denn am Ende des Tages, dieser Bürgerkrieg ist ja gut für uns. Der gibt uns ja quasi dann einen neuen Vasallen, Deutsch-Italien. Und wir möchten ja nicht erobern, wir möchten ja vasalisieren. Also Europa-Kurs, egal. Ja, okay, Griechenland. Ich find's auch toll, dass ihr euch Italien holt. Aber nächstes Mal bitte, wenn ich nichts damit zu tun habe. Wie süß, Luxemburg möchte mir ihre eine Division schenken. Oh, die haben 4 Divisionen, ich nehme alles zurück. Trotzdem, danke, kein Interesse, behaltet eure Truppen. Ah, das ist aber nicht gut hier unten. Da gehen die restlichen italienischen Truppen drauf. Die sind jetzt übrigens wirklich ganz offiziell auch Anarchisten, ne? Das ist so richtig anarchistisch, so eine richtig anarchistische Hood ist das hier. So mit allem drum und dran. Okay, folgender Sachverhalt. Wir haben jetzt hier irgendwie viele deutsche Vasallen geschaffen. Neapel und Sizilien und irgendwie Sardinien und Rom, der Vatikan quasi. Ja, okay. Eigentlich wollte ich das den Jungs geben, aber irgendwie ging das nicht und dann, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Das ist übrigens Kroatien. One Province City. So, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir chillen erstmal eine Weile wahrscheinlich. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob zu dem Zeitpunkt jetzt Holy in der Zwischenzeit schon seine Lieferung bekommen hat. Aber ich sage euch was. Von den Eistees, wenn ihr Apfel, Acai und Pfirsich mischt, also jeweils ein Teil reintut in, also von den dreien, dann schmeckt es einfach wie Früchtetee. Also eisgekühlter Früchtetee schmeckt übelst geil. Halt auch, das ist halt das Coole. Kann auch ein bisschen so rumprobieren und seine eigenen Kreationen erstellen. Und so, ich feiere das hart gerade. Weil es kommt jetzt sehr random, aber wollte ich nur mal gesagt haben. Und am Ende des Tages ist es egal, ob Demokraten, Kommunisten, Faschisten. Am Ende des Tages bleibt nur eins. Deutschland muss um jeden Preis Polen angreifen. Ich rechne mit einem Sieg bis maximal Mai. Ja, sehr schön. 26. April, Zeitlimit eingehalten. Und das Beste als Demokratie ist, können wir lokale Autonomie verwenden. Das steigert nämlich das Gehorsamslevel drastisch. Braucht auch deutlich weniger Truppen. Klar, man hat ein bisschen mehr Probleme mit Aufständischen, aber man kann da nicht alles haben. Ha, Counter Soviet Aggression, das klingt doch mal gut. Ja, oder auch nicht. Ja, wir können Polen einladen, weil Polen existiert auch nicht mehr. Können wir dann die Sowjets angreifen? Bin mir sicher, das wird den Sowjets gar nicht passen.
Auch total dumm, das System. Es langt gar nicht, wenn ich die als Vasallen habe. Ich muss die wirklich direkt besitzen, was ich natürlich nicht machen kann, weil wir eine Demokratie sind. Also keine EU für uns heute. Nun dann, beginnen wir das Ende der Sowjetunion. Alles im Namen der Demokratie natürlich. Wir haben nicht mal Truppen an der Grenze, diese Narren. Okay, warum sind die jetzt bei dem Sowjetblock beigetreten? Sollten ja nicht niemandem beitreten. Naja, sollten kein Problem darstellen trotz allem. Ja, Jugoslawien ist jetzt auch mit dem Krieg drin. Also wir haben jetzt doch nochmal eine relativ quicke Action hier. Wir sollen uns doch ein bisschen um die Spanier kümmern. Die sind etwas aggressiver, als es mir lieb ist. Übrigens, der Bürgerkrieg in den USA ist auch mal vorbei nach 100 Jahren. Sind Faschisten einfach. Die Silberlegion hat gewonnen unter Douglas MacArthur. Sachen gibt's. Ist schon etwas unfair, auf einen 200 Jahre langen Bürgerkrieg einzuhauen. Ja, gar keine Chance gegen uns. Jo, jetzt ist Griechenland auch noch mit uns im Krieg. Was soll denn das? Ja, das fand ich jetzt unfair, weil die SSSR hat den Bürgerkrieg gewonnen und automatisch alle Gebiete erhalten, was ich total unfreundlich fand. Kann ich mir wieder um so einen Flickenteppich kümmern, ey. Ja, und jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Das Spiel ist wieder abgestürzt. Leider ist so ein kleiner Punkt mit der Road to 56 Mod, dass da die Friedensverhandlungen ein bisschen buggy sind immer im Late Game. Ein bisschen schade. Vor allem die glauben halt, mit ihren 700.000 Mann hätten sie eine Chance gegen unsere 2,25 Millionen. Hier unten sieht es halt nicht allzu gut aus, aber daran arbeiten wir noch. Die Griechen haben uns ein bisschen überrumpelt. Digga, wo kommen die eigentlich schon wieder her? Die haben angeblich noch fast 100 Divisionen. Nur wo? Oh, in die... Naja gut, viel Spaß da unten. Hab übrigens die Ukraine gegründet. Ja, ja. Hab übrigens aus Versehen Italien annektiert. Das tut mir sehr leid. Gut, Jugoslawien und Griechenland gehören auch uns. Das Schöne ist, es ist hier alles grau und so dunkelschwarz. Da fällt es nicht auf, dass das alles Vasallen und so sind. So, mit diesem Anblick, wer hat das zu verantworten? Nur, dass ich Bescheid weiß, wen ich auslösche? Okay, gar keiner irgendwie. Komisch. Naja, nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, die Europäische Allianz hat mit großem Abstand gewonnen. Am Ende des Tages kann man auch als Demokratie unter Konrad Adenauer mit dem Geist der Weimarer Republik Europa unterwerfen. Das Beste an der ganzen Geschichte ist, keiner nimmt es uns übel, denn wir sind Demokraten, wir sind die Guten. Und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und nicht vergessen, keine Krabben essen.